Hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games einmal an und heute ist dran. All-Pro Basketball gibt's für ein Spieler und für zwei Spieler. Und ich schaue mir natürlich mal den Einspielermodus an, da ich ein einsamer Zocker bin. New Game, ist klar. Kann ich da irgendwelche Teams auswählen oder? Keine Ahnung vom Basketball, Leute. Okay, ich spiele aufs Rote Feld hinauf. So viel habe ich verstanden. Wow, was für eine Grafik! Hä? Was sind das schon diese dauernden Überblendungen? Was hier abgeht. Null. Echt gar keinen. Was soll diese Daumen? Nein, wie kann ich den abwehren? Was? Wieso? Was jetzt? Hä? Was zum Geier? Aha, was soll ich da? Wieso? Was? Ich wollte da jetzt nach unten gehen. Backpass. Ja, also muss ich sagen, die haben sich echt Mühe gegeben, das grafisch umzusetzen. Aber das mit diesen dauernden Kamerawechseln packe ich überhaupt nicht. Warum schießt er jetzt nicht einfach zurück? Warum schießt. Keine Ahnung. Okay, es ist auch eine schlechte Kombination. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne mich eher schlecht mit Basketball aus. Ich habe vor ewigen Zeit ein bisschen Basketball gespielt, aber ja, die Sequenzen sind schon nett gemacht, aber wahrscheinlich nerven die auch irgendwann einmal. Aha, okay, die Sequenz ist noch nicht gesehen. Oder spielt man nur auf einen Korb? Oder wieso zum Geier komme ich nie runter? Mich auf. Ah. Der wechselt die Kamera wechselt die Seite. Jetzt habe ich einen geschossen, glaube ich, oder? Nein, ich durchschaue es einfach nicht. Also, das Verwirrende ist, dass es die Seite immer wechselt. Wieso soll das eine gute Idee sein, immer nach oben zu spielen? Sobald der Ball ins andere Feld reinkommt, dreht sich die Kamera einmal im Kreis und der Rote ist. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Wie kann man denn auf die Idee kommen, dass das so gut verständlich ist, das Spiel? Na. Na. Nein, leider. Ist so überhaupt nicht meins. Also,
diese rasanten Kamerafahrten, Blinky hier, Blinky dort, da ploppt ein Menü auf. Dann kann ich da nicht runtergehen. Oder wer geht da? Jetzt wechselt die Kamera, jetzt müssen wir nach oben gehen, glaube ich wieder. Jetzt ist blau, nein, das gebe ich auf. Das tue ich mir nicht an. Wenn ihr das Fan von dem Spiel seid, weil ihr es früher gern gespielt habt, sagt mir mal, was zum Geier. War das damals ein gutes Spiel? Oder war es damals auch schon grottig? Ich meine, so vom Game Design her, dass sich da die Kamera dauernd dreht. Sofort immer nur irgendwelche Teile eingeblendet bekommt und wieder ausgeblendet bekommt und also das wie jetzt so. Nein. Leute, das reicht nicht. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar. jetzt ein kürzeres Stück, sagen wir mal heute, ein kürzeres Let's Play. Aber das hat mir gereicht. Zu zweit, vielleicht macht es zu zweit Spaß, aber mit der Kameraführung und ja, gut. Gut, vielleicht gewöhnt man sich irgendwann mal an diese seltsame Kameraführung mit diesen superschnellen Zooms und den Seitenwechseln und was weiß ich. Leute, es freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Das war All Pro Basketball. Vielleicht ein Spiel für euch, leider keins für mich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.